Die roten Teufel sind zu Gast heute in Rot und Weiß gegen die in Schwarz-Gelb gekleideten Pinguine. Und das erste Bulli geht an den EC Bad Nauheim und wir wünschen viel Spaß beim Spiel. Und wenn wir mal auf letzte Woche zurückblicken, Klecki, es ging wirklich sehr, sehr viel über die gefährliche Krefelder linke Seite. Jetzt wieder Martinu, gute Verlagerung auf bis 3000. Der da direkt mit seinem ersten Scheibenkontakt macht Lessio da die Scheibe nochmal gefährlich für seinen eigenen Torhüter. Ah, jetzt wieder Turnover da. Und das ist gut und das sehen Sie klasse. Und das ist das 0:1 für Bad Nauheim. Die roten Teufel nutzen den eiskalten Fehler aus. Und Tim Kaufmann mit dem 0:1. Ja, Turnover da der Pinguine. Und dann spielen sie es einfach klasse aus. Legt er da zurück. Ich glaube, Christoph Fischer war. Krefeld kommt, Achtung! Lessio! Scheibe ist frei und dann unterbricht der Schiedsrichter, obwohl die Scheibe da deutlich frei war. Glück für Bad Nauheim. Da sehen wir es nochmal. Lessio mit der Möglichkeit und da ist die Scheibe frei, da ist sie und da wurde dann abgepfiffen. Der EC Bad Nauheim führt mit 1:0. Gegen die Krefeld-Pinguine in einem spannenden. René Rudorisch hat es angesprochen. Nauheim agiert clever in diesem Spiel. Ja. Gehst du damit? Ja. Spielen clever, machen die Box eng. Perfekt. Und hinein geht's in Drittel Nummer 2. Nauheim bringt die Scheibe raus. Dann Klecki, wie bitter. Oh. Ja, 6 Mann. Achtung, das waren 6 Mann bei Nauheim. Also beziehungsweise 5 Mann. Zwei Minuten 52 noch auf der Uhr. Jetzt muss die Scheibe schnell raus. Oh, Alex Weiß jetzt viel Platz. Ah, und dann mit dem ungenauen Pass. Auch da wieder der ungenaue Pass. Latte! Von Matsumoto. Krefeld. Dauert und dann zu lange. Schuss vielleicht ein bisschen eher nächstes Mal. Aber so. Fehler. Wieder bei den Krefeldern und wieder kommt Bad Nauheim, wieder kommt Nauheim und wieder trifft Nauheim nach einem Fehler der Krefeld-Pinguine im Aufbauspiel. Nauheim, sowas von eiskalt. Und ich glaube, es war wieder Kaufmann, wenn ich das richtig sehe von hier oben, oder ne? Entschuldigung, es war Jordan Hickmuth. Aber hier sieht man es wieder, Turnover, alle im Vorwärtsgang und dann spielen sie es gut aus. Tick-Tack, Tor. Tic-Tac-Toe. Und dann ist Nauheim eiskalt. Und führt jetzt somit mit 2:0. Und nicht voll unverdient. Nach 40 Minuten in der Krefelder Jaila Arena. 20 Minuten verbleiben noch. Auf geht's, Krefeld. Auf geht's, Bad Nauheim. Wer wird den besseren Start erwischen in dieses letzte Drittel? Nauheim, ja, man hat es gerade auch bei den Torschüssen gesehen, recht zurückhaltend gewesen in diesem Drittel, aber verdammt effizient dann doch gewesen. Ja, sie haben die Chancen, die Krefeld ihnen gegeben haben, haben sie eiskalt genutzt und das ist das, was Krefeld halt im Moment nicht macht. Hinein geht's, letzte Drittel, Drittel Nummer 3, Nauheim 2, Krefeld 0. Und Achtung, Lessio, Krefeld ist da, 13 Sekunden gespielt. Lukas Lessio und Jerry Kuhn ist geschlagen. Endlich mal. Aber da auch, Krefeld ist da. Wir sehen da sehen wir es nahe, noch leicht. Irritiert. Und dann Kuhn spielt da Marcinu an. Ist da nicht mehr in Position. Und Lessio macht's rein. Und sich fast selber über den Haufen gerannt. Mit Tempo Lessio. Lessio nimmt die Bande mit und was ein Tor. Ja, Lessio, was eine Vorlage. Was ein Tor, Krefeld gleich aus, 2:2. Hier sieht man's. Newton gewinnt da die Scheibe, dann geht's schnell an die Blaue. Lessio mit Tempo. Kopf ganze Zeit oben, spielt den Pass. Und dann ist er sogar zu schnell für die Kamera.
Und dann tippt er nur rein. Nichts zu halten für Jerry Kuhn. Krefeld gleicht aus 2:2. Max Newton, der Torschütze. Achtung, Krefeld, und das noch ist ein. Tor. Macht das 2:3. Aber was ein Tor. Man schaut sich an. Die setzen sich da durch und Nauheim antwortet. Parker Bolt. Klasse gemacht. Auch wieder. Wir sind da durch. Und wieder so ein klasse Pass. Und dann kann er mit Tempo an Big vorbeiziehen, der nichts machen kann. Weil da die Strafen muss gehen ich machen. Da gut nach. Jetzt die Möglichkeit. Mr. 1000 Alex Weiß, der trifft in Unterzahl. Mr. 1000 trifft. Alex Weiß trifft in seinem Jubiläumsspiel. Aber was? Was ein Vorcheck. Shorthander Krefeld 3:3. Man sieht es hier, guter Vorcheck. Dann ist die Scheibe raus in den Slot und dann eiskalt versenkt. Mr. 1000 trifft. Alex Weiß, beide Teams gehen hier in die Overtime. 3:3 zwischen Krefeld und dem EC Bad Nauheim. Und wir erleben das Nachsitzen. 3:3, 5 Minuten Overtime. Wo er da verzieht auf das leere Tor quasi. Und jetzt wieder der Blick auf Krefeld, auf Matt Martinu. Matt Martinu immer noch an der Scheibe. Kuhn liegt auf der Scheibe drauf. Erster Versuch, schlägt er irgendwie über. Heute die Lebensversicherung für Nauheim. Und da die Fanghand. Vielleicht doch nochmal, 7 Sekunden. Krefeld kommt. Matsumoto, 5 Sekunden. Matsumoto. 2 Sekunden. Und dann treiben es die Teams tatsächlich auf den Höhepunkt. 3:3 nach 5 Minuten Overtime. Es geht Alex Weiß gegen Jerry Kuhn. Mr. 1000 mit der Trikotnummer 1000. Gegen Jerry Kuhn. Alex Weiß verschießt. Felix Big jetzt. Randall Burr läuft an. Über die linke Seite gegen Felix Big, Brent Oberl verzögert und Big damit Glück dann noch mit dem Schlitzen. Big hechtet da. Ah, da sehen wir es, super. Danke an die Regie. Da trifft er die Scheibe nicht. Beim Penaltyschießen Maxi Hobbs. Ja, verzögert da zu lange. Bei dem Eis, ich weiß nicht, ob es da nicht besser ist, wenn man nicht besser zu schießt. Schießen. Genau, das Zocken. Weil das Eis ist unruhig, ist rau. Ohrendorz ist das, glaube ich. Nee, Hickmut. Hickmut. Jordan Hickmut gegen Felix Big. Hickmut mit Tempo. Hickmut schießt und Big mit dem Schoner zur Stelle. John Matsumoto nimmt sich die Scheibe, läuft über die untere linke Seite. Matsumoto gegen Kuhn. Matsumoto versucht da durch die Hosenträger. Da sieht man's. Also Tim Kaufmann hat heute schon 2 Tore gemacht, holt Tim Kaufmann den Zusatzpunkt. Tim Kaufmann gegen Felix Pick und Pick mit dem Schläger. Big, hier sieht man's. Und jetzt wieder Nauheim. Angriffsrecht. Parker Bowles gegen Felix Big. Parker Bowles und Big. Der war stark geschossen von Parker Bowles, aber Big nimmt den Schoner abgeleitet. Jetzt Matt Martinu läuft an. Gegen Jerry Kuhn. Auch Martinu nimmt die linke Seite. Matt Martinu schießt direkt. Matt Martinu in die Maschen. Krefeld holt sich den Zusatzpunkt und der war souverän in die Maschen geschossen. Ja. Super angelaufen und dann trocken